Ja, guten Morgen. Freut mich, hier sein zu dürfen. Also ich bin ursprünglich aus Bonn, jetzt wohne ich in Zürich. Ich war 17 Jahre in Amerika. Also wenn ich zu schnell rede oder zu viel, dann ist es mein amerikanischer Einfluss. Wenn es perfekt ist, ist mein deutscher Einfluss. Vor 2 Jahren habe ich dieses Buch geschrieben, Technology versus Humanity. Das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Das Beste an dem Buch ist, dass wir unten 30 Gratis-Exemplare haben. Die können Sie dann nachher in der Pause bei mir abholen, ich glaube in der Mittagszeit oder sowas. Ich fange direkt an mit dem Thema, was mache ich eigentlich, was ist mein Job? Mein Job ist nicht, die Zukunft vorauszusagen, sondern sie zu beobachten. Das ist ein großer Unterschied. Also ich arbeite mit Foresight, wie man sagt auf Neudeutsch, mit Voraussicht, nicht mit Glaskugel. Ganz wichtig, also ich beobachte, ich höre zu. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste dann an dem Job, den ich mache. Ich fange direkt von Anfang an, also ich denke, dass wir beobachten müssen, dass die Zukunft exponentiell anders ist, als sie heute ist. Wir kommen an den Punkt, wo wir früher gesagt haben, okay, das wird sich ändern in den nächsten paar Jahren, aber es hat halt lange gedauert, das Paperless Office oder Internetstreaming von Musik oder gratis Filme schauen auf dem Internet und so. Jetzt sind wir an dem Punkt, an diesem Take-off-Punkt in der exponentiellen Kurve. Moore's Law, kennen Sie vielleicht, Metcalfe's Law. Das heißt, wir kommen jetzt von 4 auf 8, 16, 32. Also in 5 Jahren sind wir 30 Mal so weit, 128, 30 Mal diese Kurve rauf, 1 Milliarde. 1 Milliarde 30 Mal exponentiell. Kommen wir zu 1 Milliarde. Können wir uns also vorstellen, die Kinder unserer Kinder werden in einer Welt leben, die 1 Milliarde Mal anders ist als heute. Ja. Exponentiell. Computerpower, Quantum Computing, Energie. Künstliche Intelligenz. Die Kinder meiner Kinder werden niemals wissen, wie sie selber Auto fahren. Als nur ein Beispiel, weil der Computer das gut können wird. Wir leben also in einer Welt, die exponentiell anders ist, die kombinatorisch anders ist, die konvergiert. Telekomfirmen werden Unterhaltungsunternehmen, Automobilfirmen werden Mobilitätsfirmen, E-Commerce-Firmen werden alles. Wir leben in einer Welt, also die dramatisch anders ist, wo wir sagen können, okay, also wie genau geht es da eigentlich für uns in der Zukunft? Was macht eigentlich zum Beispiel Politik? Wissen Politiker eigentlich, was das bedeutet? Also wenn wir jetzt anschauen, was mit Facebook passiert ist in Amerika, können wir sagen, Zuckerberg hat sich super gehalten, weil natürlich die Fragen alle vollkommen ignorant waren. Ja? Ob das bei uns besser wäre? Vielleicht ein bisschen. Ich sage es bei uns, Deutschland, ich wohne in Zürich, da ist es vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist ein großes Problem. Wir müssen schauen, dass Politik diese Themen versteht. Denn die Welt ist nicht mehr morgen so wie heute. Es geht nicht so weiter wie heute, dass Technik ein bisschen besser wird jedes Jahr, sondern wir gehen in Sprüngen. Wir kommen an den Punkt, wo es so dramatisch anders wird, dass wir sagen, weiterhin linear zu denken, also 1, 2, 3, 4, 5, ist gefährlich. Natürlich denken wir linear, wir sind ja Menschen. Wir können gar nicht anders denken. Aber können wir uns das vorstellen, was exponentiell wäre? Weil wir sehen ganz klar die totale Vernetzung, das Internet der Dinge, die Datenökonomie, künstliche Intelligenz, Automatisierung, digitales Geld, die Blockchain, personalisierte Medizin, Genmanipulation. Ich meine, die Liste geht wirklich bis ganz weit nach oben. Also wir können eigentlich sagen, ganz sicherlich, was hier alles passiert, ist herausfordernd, ist auch für viele Leute der Anlass zu sagen, oh mein Gott, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich zuerst schauen soll. Ja? Wie kann man das überhaupt noch verstehen? Was alles gleichzeitig passiert. Da ist unsere Herausforderung diese. Ja? Menschen sind eben nicht exponentiell. Ich kann nicht einen CPU noch in mein Gehirn einpflanzen, noch nicht. Ja? Und sagen, jetzt IBM Watson ist für mich keine Konkurrenz, weil ich kann jetzt auch schneller denken. Wir müssen schlafen, wir müssen essen, wir haben Downtime, wir machen Fehler. Da ist auch für mich die Frage, wie geht es da weiter? Wie können wir Raum lassen für Langsamkeit, für Menschlichkeit? Sollten wir dafür Raum lassen? Haben wir ja gerade schon gehört eben, viele Leute sagen, ah, das ist eigentlich, wir sind ja so uneffizient, eigentlich brauchen wir es uns gar nicht mehr. Sollen wir dafür Raum lassen? Zum Beispiel, es gibt die ersten Projekte in Amerika, wo man tatsächlich überlegt, wie eine Geburt außerhalb des Mutterleibs stattfinden kann. Die sogenannte Exogenese. Wollen Sie wahrscheinlich gar nicht nachschauen. Ja? Der Gedanke eben, es ist viel mehr convenient, wenn das Baby nicht von einem Menschen ausgetragen wird. Praktisch, ne? Convenient,
wahrscheinlich auch von Google finanziert. Da müssen wir uns fragen, was ist die Rolle des Staates hier? Den Menschen zu schützen? Die Wirtschaft zu schützen? Das ist eine Rolle, die eigentlich Wirtschaft nicht machen wird, weil es ist ganz klar, ne, weil es, wenn wir es schaffen, zum Beispiel menschliche Geburt durch Maschinen zu ersetzen, das könnte ein Milliarden-Dollar-Business werden. Why not? Science Fiction wird Science Fact. Maschinen, die das können, was Menschen können, mittlerweile in der Art und Weise, wo wir sagen, erstaunlich, dass es überhaupt geht, die ersten fliegenden Taxis in Dubai, würde ich Ihnen nicht empfehlen, dass Sie die ausprobieren. Selbst fliegende, selbst fahrende Taxis. Ja. Künstliches Fleisch, ja, was im Reagenzglas hergestellt wird, kostet ungefähr 2000 Euro pro Pfund. Momentan, es schmeckt aber gut, habe ich schon mal probiert. Den Star Trek Recorder, ja, also diesen Dexter, das ist eine Fernanalyse, Diagnose, die eigentlich früher oder später den Arzt ersetzen soll. Wenn Sie Arzt sind, glaube ich, haben Sie wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Diese Geräte, die mit uns reden, ja, und natürlich unser Lieblingsgerät, mit dem wir dann auch ein bisschen kämpfen können, ja, die unsere Sprache wirklich verstehen, wo wir da hinkommen, ganz klar zu einem Punkt, wo wir sagen können, die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart. Die Zukunft ist radikal anders, weil der ganze Kontext ist anders. Wir können nicht mit den gleichen Gedanken daran gehen, die wir vor 10 Jahren hatten und sagen, ja, ist ja super, weil das hilft uns im Business. Oder ja, aber auf einmal verändert sich unser ganzer Kontext. Die Zukunft ist keine Verlängerung der Gegenwart. Und da muss ich sagen, die letzten 2 Jahre habe ich von vielen Menschen weltweit, wo ich unterwegs bin, immer wieder diesen Future-Shock wahrgenommen. Future-Shock ist ein Buch von Alvin Toffler, was Sie lesen sollen zum Thema Zukunft, ja? Wo Leute Zukunftsangst haben und dann die Reaktion ist, schnell zurück in die Vergangenheit. Trump, Brexit, rechte Wahlen, ja, starke Menschen. Ja. Das ist, glaube ich, keine gute Sache für uns. Da müssen wir überlegen, was bedeutet das eigentlich, Arbeitslosigkeit? Wie reagieren wir darauf? Wird es wirklich so aussehen? Haben Sie, glaube ich, gesehen gestern den Film. Ja? Ist das die Zukunft von künstlicher Intelligenz? Ich denke, wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir sagen, wir sollten die Angst wahrscheinlich ein bisschen herunterfahren. Wir sollten überlegen, ob es besser ist für uns, ohne Angst in die Zukunft zu gehen, aber die Vorsicht nicht versucht, das ist gut. Das passiert, wenn Sie aus dem Flugzeug dann das letzte Korrektur machen. Vorsicht behalten, nicht versucht, um die Zukunft zu machen. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Deswegen kurz zum Thema Mensch und Maschine und wie es da weitergeht. Ich glaube, dass wir uns in diesem Prozess befinden. Wir haben auf der einen Seite Technologie, wo man sagen kann, eigentlich Technologie bestimmt die Welt. Nicht mehr Öl, nicht mehr Banken, Technologie. Und dann haben wir in meinem Buch, nenne ich das auf der anderen Seite die Andro-Rhythmen, ja, die menschlichen Dinge, Gefühle, Intuition, Kreativität, Körper. Da gibt es ja schon noch einige, die Andro-Rhythmen und die konvergieren. Maschinen versuchen nämlich, so zu sein wie wir, uns zu simulieren. Es gibt eine App, die heißt Replica, sollten Sie mal ausprobieren, die repliziert Sie. Sie reden mit dieser App, ja, und bringen der App bei, wer Sie sind. Sie lassen die App die ganzen Informationen sehen und dann kann die App, wenn Sie tot sind, mit Ihrer Frau weiterreden. Das ist extrem hilfreich natürlich, weil sie das gelernt hat, wer Sie sind. Ja. Zahlreiche solche Apps. Ja. Neulich hatte, glaube ich, Mattel hatte eine Puppe, ja, für 3-jährige Kinder, die übers Internet mit der Cloud verbunden war und mit der das Kind reden konnte. Und die Puppe hat gelernt, wer das Kind ist, ja, Artificial Intelligence, und konnte quasi einen Freund ersetzen. Damit können sie ihren 3-jährigen Kindern beibringen, dass die Welt eine Maschine ist. Auch ein großer Vorteil. Ich glaube, diese Puppe wurde vom Markt genommen neulich, aber... Ich sage immer, wir werden uns in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den 300 Jahren vorher. Und das ist kein, wie man sagt in Amerika, Bullshit. Ja. Die nächsten 20 Jahre bringen Veränderungen in künstliche Intelligenz, Automatisierung, Roboterisierung, Sprachkontrolle, Space Travel, ja, Vernetzung des Gehirns, Augmented Reality, Virtual Reality, ja, die Liste geht weiter. Das ist ganz klar, da müssen wir uns überlegen, okay, wie weit gehen wir da eigentlich? Wie weit würden Sie gehen, wenn Sie Supermensch sein könnten? Wer will das eigentlich nicht? Wenn Sie
in dieser Kette nach oben gehen, ja, die totale Vernetzung, die wir jetzt schon haben, natürlich dann eben Geräte, die auf uns sind und dann vielleicht früher oder später Geräte, die in uns sind, ja, die unser Gehirn direkt verknüpfen. Meinen Sie bloß nicht, das ist Science Fiction? Ja, die Vernetzung von Brain-Computer-Interface steht bevor. Gibt es ja bereits bei Piloten, kostet halt $1 Million noch. Muss man lange mit trainieren. Das Neuralace von Elon Musk. Damit können Sie ein super Professor sein, ein super Arzt, ein super Richter, ein super Polizist. Aber sind wir noch Mensch dann? Ich glaube, dass wir jetzt schon sehen, dass Technologie die neue Religion ist. Also ich bin nicht religiös, von daher kann ich das locker sagen hier. Wir beten sie an. Und ich bin wahrscheinlich der größte religiöse Fanatiker, wenn man das Smartphone sieht. Ich benutze es andauernd. Und ich versuche eben auch zu überlegen, wohin führt das eigentlich in der Zukunft? Sag mal, wir haben dann wirklich Augmented Virtual Reality. I feel like you're really there. What does that even mean? Like, how could you ever possibly achieve that? We were able to take video and blend it with some 3D geometry near the user, so you can get up out of your chair and experience. Hey, Microsoft HoloLens. Wenn das wirklich funktioniert und ich nicht mehr so einen Helm anziehen muss, würde ich überhaupt noch außerhalb von dieser Realität leben wollen? Wäre ja total langweilig. So wie jetzt Kids sagen, wenn sie unterwegs sind am Strand, da gibt es kein Wi-Fi, sagen sie, es ist sowas von langweilig hier, ne? Ich kann nicht aufs Internet. Ja? Wer ist dein bester Freund? Das Handy. Kommen wir also in der Welt, wo wir sagen, ganz sicherlich, Daten sind das neue Öl. Und künstliche Intelligenz sind der neue Strom. Das Anton G. von Baidu gesagt hat. Das ist das, wo das ganze Geld hinfließt. Jede Forschung, ja, jede Macht der Welt organisiert sich von Daten und von künstlicher Intelligenz. Wie Kevin Kelly gesagt hat, erst machen wir Sachen elektrisch, dann digitalisieren wir sie und jetzt kognifizieren. Das bedeutet einfach nur, dass wir sie smart machen, vernetzen. Auf einmal ist die Eisenbahn vernetzt, das Auto vernetzt, mein Anzug vernetzt, meine Smartwatch ist, ich habe keine Smartwatch, wenn ich eine hätte, vernetzt. Ja? Alles so vernetzt, dass wir einfach immer vernetzt sind. Ja? Offline ist der neue Luxus. Ginni Rometty, CEO von IBM. IBM ist einer meiner Klienten, aber ich spiele das Video trotzdem ab. Ich arbeite sehr viel mit Tech-Firmen und dieser Konflikt ist eine andauernde Diskussion. Schauen Sie, was Ginni Rometty zu sagen hat. This is a world that's going to solve so many problems that aren't solved. And so, as I always say, we'll solve the unsolvable, like healthcare, like risk, like food safety. And on the other side, everyday life. In fact, I've really been bold. I think in the next 5 years, you'll use this kind of technology to make almost any important decision. And it you use this technology to make any important decision. Big decisions will not be made by people, but by big data. Also wenn wir in der Zukunft entscheiden müssen, ob wir jetzt Krieg führen oder nicht, IBM Watson. Wenn Sie in Zukunft auf Bewährung entlassen werden sollen, macht das kein Richter mehr, sondern die Maschine. Das gibt es bereits auch in Amerika. Ja. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht, dass wir hier in diesem Raum denken, dass es eine gute Idee ist, aber Sie würden sich wundern, wie viele Initiativen es genau zu diesem Thema gibt. Ja, Maschinen, die hören, reden, sehen, lernen, denken. Cognitive Computing. Ja. Können das Maschinen wirklich? Und wenn sie es könnten, wie viel sollten wir ihnen überlassen? Wie computable sind wir eigentlich? Also computable im Sinne von, kann man uns erklären? Ja, könnte eine Technologie bei mir in den Kopf gehen und sagen, das ist Gerd? Oder könnte mein Maschinentherapeut mir weiterhelfen, weil er mich besser versteht? Man hat schon vor 5 Jahren gesagt, Google kennt uns besser als unser Mann oder unsere Frau. Ja? Warum nicht Google als Therapeut? Ja. Wie viel glauben Sie an Technologie? Ich glaube an Technologie im Sinne von, dass es uns gute Fortschritte bringt und auch gebracht hat. Aber im Sinne von Religion oder im Sinne von Philosophie sind Computer vollkommen irrelevant für uns. Wir operieren nämlich nicht mit Daten. Wir sind keine Nullen und Einsen. Wir ändern unsere Meinung. Wir haben 0,004 und morgen ist 0,007 und dann, ja, wir sind nicht nur binär.
Das ist Descartes, Reduktionismus, den wir in Technologie sehen. Künstliche Intelligenz, ganz sicherlich ein Riesenthema. Wenn dieses Auto sich selber fahren kann, toll. Aber dieses Auto ist so dumm wie ein Toaster, ja, wenn es darum geht, mit einem Zweijährigen zu reden oder meine Oma ins Bett zu bringen. Ja, oder irgendetwas anderes zu tun, außer das Auto zu fahren. Ja, diese Roboter können das Warenhaus betreuen. Sie können natürlich alle Angestellten im Warenhaus komplett ersetzen, wenn sie eine Routine machen. Diese Roboter können medizinische Teste durchführen mit künstlicher Intelligenz. Da kommen wir dann schon eher an den Punkt, wo wir sagen, ja, brauche ich dann wirklich noch einen Doktor? Dann reicht da nicht einfach eine Krankenschwester, die dieses Teil bedient? Oder wann genau wird der Doktor ins Spiel kommen? AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. And I think of it as something more profound than electricity or fire. Das ist der CEO von Google. Wenn wir schauen, was um uns herum passiert, unser Freund Putin, der bereits gesagt hat, was in der Zukunft am wichtigsten ist, wer künstliche Intelligenz beherrscht, beherrscht die Welt. Das ist die neue nukleare Bedrohung. Und das ist nicht nur das, sondern auch künstliche Intelligenz, auch zum Beispiel Genmanipulation, Geoengineering. Also wir kommen mit Technologie ganz klar an den Punkt, wo wir schauen müssen, was ist der nächste Schritt, wohin geht es und was ist eigentlich wirklich intelligente Maschine? Da hilft uns natürlich wie immer Wikipedia, was angeblich die Wahrheit ist. Ein Teilgebiet der Informatik, Automatisierung intelligenten Verhaltens und dann zum Schluss am besten, es mangelt ja bereits an einer genauen Definition von Intelligenz. Das fand ich am interessantesten, weil in meiner Recherche habe ich auch feststellen müssen, dass Intelligenz eigentlich mit Dutzenden von vielen verschiedenen Sachen beschrieben ist. Zum Beispiel soziale Intelligenz. Einige von uns haben sogar emotionale Intelligenz. Neulich habe ich gehört, Frauen mehr als Männer. Wurde mir zumindest auf den Interviews gesagt von Jack Ma. Kinästhetische Intelligenz. Ja? Der Körper. Intellektuelle Intelligenz. Dann Maschinen haben diese Intelligenz. Ja? Aber wie wir alle wissen, das wächst enorm. Ich kann das gar nicht auf dieses Bild bringen. In 10 Jahren haben wir eine Maschine, die komplett unsere eigene Intelligenz in den Schatten stellt, also unsere Calculations per Second. Ja. 2050 den ersten Computer, der die Intelligenz aller menschlichen Gehirne hat. Ja, also Gehirne im Sinne von Computing jetzt. Ne? Hoffentlich nicht im Sinne von sozial oder emotional. Ja. Ja. Da ist die Frage, was ist eigentlich Intelligenz? Geht es dann nur um Gehirne? Ich glaube, sind wir uns einig, wir denken nicht mit dem Körper, wir denken mit dem Körper, nicht mit dem Kopf. Ja. Wie Seligman sagt und viele andere. Es braucht mehr Intelligenz als die, die im Kopf ist. Ja. Und diese Art von Maschinendenken, die wir um uns herum sehen, das ist ein großes Thema für uns. Maschinendenken bedeutet, ich denke einfach, ich kann den gesamten Prozess um 95% verringern. Ja. Statt dass ich einen Partner suche auf meinen normalen Dating-Prozess, gehe ich auf Tinder und habe in 10 Minuten das gleiche Resultat. Angeblich. Kann 95% des Aufwands sparen. Ja. Brauche nicht, mich mit den Medien rumzuschlagen, sondern habe einen Filter, der das für mich macht. Ich habe Algorithmus statt Denken, statt Demokratie, Bequemlichkeit statt Bewusstsein, Simulation statt Realisation. Ich habe also eine Maschine, die das gerne für mich macht. Wir kennen sie alle, diese Maschinen, die das tun. Ist das, was wir wirklich wollen mit Medien? Das ist eine große Frage, die sich mir immer wieder stellt. Inwieweit können wir sagen, das ist gut oder schlecht? Aber ganz klar, digitale Kopien von uns zu erstellen, ist ein Riesenbusiness. Das ist das Business der Top 20 Firmen weltweit, Kopien von uns zu erstellen. Also Daten zu sammeln und zu sagen, das ist, könnte Gerd sein, 200 Millionen Datenpunkte und er wäre vielleicht jetzt im Business ein Kreuzfahrtticket zu kaufen für seine Mutter. Ja. Das kann man da ja. Der größte Goldrausch aller Zeiten ist das. Und das Schlimme daran ist, dass es gar nicht so schlecht ist eigentlich, weil wir auch Vorteile davon haben. Ja. Können wir überhaupt noch ohne das leben? Können wir sagen, wir gehen komplett offline? Ja. Ja, können wir solchen Geräten wie Google Home und Amazon Echo, die quasi in unserem Gehirn spazieren gehen
und uns zuhören. 12 Millionen Amerikaner haben das Gerät gekauft. Amazon Echo. Ein offenes Mikrofon. Das müssen wir uns in Deutschland erstmal vorstellen. In Deutschland sagen wir, das ist ja Stasi quasi. Wer darf das eigentlich? Wer darf in mein Gehirn hineintauchen? Und dieses Business, was wir jetzt haben, da kommen sehr viele gute Dinge daraus hervor, zum Beispiel die Gesundheitswolke, die Health Cloud, wo wir dann auch intelligenter arbeiten können, was wir auch wollen, aber im Endeffekt haben wir das. Das ist eine 60 Trillionen Dollar Marktgelegenheit, eine Versuchung, eine gigantische Versuchung, die Firmen wie Google, Facebook, Alibaba, Amazon und so weiter natürlich nicht entgehen können. Das ist also der Markt hier, wir sehen ganz klar, das sind die neuen Machthaber. Da haben wir sogar die Schweiz hier, obwohl das natürlich nur ein Feigenblatt ist, weil das sind eigentlich keine Schweizer Firmen. Ne? Aber Sie können auf dieser Liste sehen, wer ist denn eigentlich hier der Machthaber? USA und China. Also 95% USA. Silicon Valley. Das heißt, wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, sogar die Anzeigen von Zuckerberg, wo er sagt, es tut mir sowas von leid, dass das passiert ist. Echt, ich bin sorry, ich glaube, er hatte wahrscheinlich 5000 Mal gesagt, dass er sorry ist. Ich habe vor einer Woche Facebook verlassen, nach 10 Jahren. Ich war von ganz Anfang an dabei. Das bedeutet für mich 50% Verlust des Verkehrs zu meinen Webseiten. Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Verlag sind. 50, 70, 80%. Ja. Aber enough is enough, weil ich habe gedacht, okay, wenn er jetzt da in Washington redet, und gleichzeitig, während er redet, geht die Börse nach oben. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Zuckerberg muss dafür gerade stehen, was passiert ist, wie seine Plattform missbraucht wurde. Und gleichzeitig verdient er Milliarden, während er redet, weil die falschen Fragen gestellt werden. Hätte einer von uns dort gesessen vielleicht, um die richtigen Fragen zu stellen, die man hier vielleicht eher stellt, wer weiß, was passiert wäre. Wir gehen einer Art von Cold War 2 entgegen. Künstliche Intelligenz, Genmanipulation, CRISPR-Cas9. Wir müssen ganz dringend Möglichkeiten finden, wie wir durch digitale Ethik unsere Zukunft lenken. Und Regulierung, also finde ich, ist eigentlich fast immer nicht gut. Regulierung ist immer ein Klotz am Bein. Aber können wir es anders tun? Die europäische Datenschutzregelung, die wird sicherlich auch eine Menge Schwierigkeiten schaffen und viel Bürokratie natürlich. Aber was gibt es für Alternativen? Wer ist denn eigentlich Mission Control für die Menschheit? Sind wir wirklich souverän als Land? Wir sind es nicht. Microsoft hat jetzt eine Cloud hier in Deutschland mit eigenen Daten. Aber eigentlich sind unsere digitalen Unternehmen sind aus Silicon Valley. Die bestimmen unsere Grundsätze. Hat man ja gesehen bei Facebook. Und dieses Problem, was wir sehen, dass eigentlich alles automatisiert wird, vernetzt wird, das wird die unsichtbare Hand des Marktes nicht lösen. Die Invisible Hand. Der Markt, der freie Markt, der wird das schon lösen, dass wir nicht in einer Orwell-Gesellschaft leben. Dass wir keine Arms Race haben für Künstliche Intelligenz. Das glauben Sie doch selber nicht. Wir reden hier von 60 Trillionen Dollar. Das, glaube ich, müssen wir schon noch anders angehen. Deswegen habe ich in meinem Buch vorgeschlagen, so ähnlich wie die Stiftung auch, gleiche Idee, einen digitalen Council einzurichten. Eine Charta der digitalen Grundrechte. Daran arbeite ich auch mit meinem Freund Tim Renner, mit dem wir später nochmal auf dem Panel sitzen werden, zu diesem Thema. Was muss die Politik eigentlich können, um das zu verstehen? Wenn Sie schauen in den Bundestag, wer versteht das eigentlich? Offene Frage. Denn ganz klar, was wir um uns herum sehen, ist das. Technologie ist moralisch neutral, bis wir sie anwenden. Technologie hat keine Ethik und sollte sie auch nicht haben. Es sind Maschinen, wir reden hier von Maschinen, von Nullen und Einsen. Und zwar von Maschinen, die vielleicht 1 Trillion Daten pro Sekunde analysieren können, früher oder später. Die einen IQ haben von 500.000.
Sie werden nicht von selber sagen, oh, wir sollten vielleicht bei Gerd ein bisschen nachdenklicher sein und ein bisschen mehr Zeit dafür geben, dass er das dann auch kapiert oder sowas. Ich meine, das müssen wir dann schon selber machen. Ja. Ethik ist der Unterschied zwischen dem, dass man die Macht hat, etwas zu tun, und der Entscheidung, das Richtige zu tun. Und Sie wissen, was mit Gesellschaften passiert, die keine Ethik haben. Die enden. Ich glaube, dass wir da an den Punkt kommen, wo wir ganz klar sagen müssen, ich denke immer, dass die Zukunft besser ist, als wir denken, weil Technologie auch viele positive Dinge tut. Aber wir müssen uns einig werden, was wir eigentlich wollen. Wer wollen wir sein in der Zukunft? Wollen wir wirklich mit Technologie konvergieren? Wollen wir Technologie erlauben, dass sie Prozesse ersetzt, die menschlich sind? Oder nutzen wir Technologie als Werkzeug? Nutzen wir Technologie als Möglichkeit? Ich denke, Technologie kann sowohl Himmel als auch Hölle sein. Ich nenne das auf Englisch Hell Then auf Twitter. Und dieses Dilemma können wir nicht selber lösen als Konsumenten. Wir können sagen, okay, ich mache Facebook nicht mehr, ich mache nicht soziale Medien, ich habe kein Smartphone, ich habe kein Telefon, ich habe kein Fernsehen. Klar können wir das. Aber wer das regeln muss, ist unser Staat. Das ist die Aufgabe des Staates. Und die Aufgabe der Industrie natürlich, aber der Staat muss da schon ein bisschen nachhelfen. Ne? Zum Beispiel ein Verlust der License to Operate. Ein Verlust der Lizenz zu sagen, wenn ihr das so tut, dann geht das bei uns nicht. Indonesien hat bereits angedroht, dass Facebook dort illegal sein wird, wenn Facebook nicht ganz strengen Auflagen unterzogen wird. Aber Indonesien natürlich ganz andere Struktur von dem, wie wir da vorgehen. Aber ganz klar, ich meine, da kommen wir an Themen, die sind natürlich auch nicht einfach zu beantworten. Die Zukunft der Arbeit. Ich denke, dass der weltweit zunehmende Einsatz von intelligenten Maschinen und smarten Technologien mehr Impact und mehr disruptiver sein wird als die industrielle Revolution. Es ist nämlich ein großer Unterschied hier, weil auf einmal ist Technologie nicht mehr außerhalb von uns, sondern innerhalb von uns. Das, die Technologie hier, die ich jetzt hier habe, ist mein externes Gehirn. Ja? Wenn die Batterie leer ist, ist das weg und ich kann irgendwie schon weitermachen. Ne? Aber wenn die Technologie einmal hier auf meiner Brille ist, oder mein Brain-Computer-Interface, oder meine Cloud, kann ich das ohne das gar nicht mehr arbeiten. Ich komme also an den Punkt, wo ich sage, ich bin komplett vernetzt und vielleicht resultiert eben daraus dieses Szenario. Frage ist, sind wir vielleicht die Pferde des digitalen Zeitalters? Sie wissen ja, früher hatten wir Pferde so zur Arbeit, ja. Heute haben wir Pferde für Spaß, als Pets. Vielleicht sind wir ja die Lieblingstiere der Roboter in der Zukunft. The pets of the robots. Also alles ganz klar für mich, alles, was digitalisiert und automatisiert werden kann, das wird. Weil Technologie ist jetzt nicht mehr so dumm wie früher. Ja, wir haben das Paperless Office, wir haben Intelligent Computing, wir haben Robotic Process Automation, wir haben diese ganzen Sachen, die um uns herum passieren. Aber das ist die Frage, macht uns das sinnlos, useless, nicht gebraucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, was hier passiert ist, dass wir schauen müssen, dass alles, was nicht automatisiert werden kann, menschliche Dinge, immer wichtiger werden. Weil das ist für Roboter extrem schwierig. Was für Menschen einfach ist, ist für Maschinen schwierig und auch andersrum. Wir kommen also ganz sicherlich in das Zeitalter, wo Routine, Buchhaltung, Finanzberatung, Autofahren, Hamburger flippen, Fast Food, ja, das Ende ist. Ja. Das Ende der Routine ist aber meines Erachtens nicht das Ende der Arbeit und nicht das Ende der Beschäftigung. Aber wir müssen uns natürlich darauf vorbereiten, was das bedeutet. Wir müssen mehr in diese Richtung schauen und sagen, okay, vielleicht geht es ja nicht nur um EQ, sondern auch um EQ, Emotional Quotient. Vielleicht geht es ja um Dinge, die Roboter nicht können. Roboter können viele Dinge nicht, die wir sehr gut können, und zwar ganz automatisch, ohne nachzudenken, können. Sie sehen hier an diesem Chart eigentlich so die Prognose, dass man sagt, der Anteil an Tätigkeiten, die nur von Menschen gemacht werden kann, Human-Only-Work, sagt man dazu, ja, der schreitet dramatisch vor, jetzt ungefähr 50%, in der Zukunft vielleicht 80-90%. Also das ist die Arbeit, die wir machen, die nur wir machen können.
verhandeln, beraten, vorstellen, Dinge designen, zusammenarbeiten, erfinden, Dinge ändern. Ich glaube, ein zu starker Fokus an unseren Schulen und Universitäten auf MINT, ja, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie, ist nicht zukunftsgerecht. Ideal wäre es, wenn wir natürlich MINT machen könnten und wir wären darin Experten und wir könnten einfach Mensch sein. Ja. Manche können das, wie Einstein, der übrigens gesagt hat, Imagination, also eine Vorstellungskraft, ist wichtiger als Wissen. Aber das ist halt Einstein. Ja. Für uns selber, klar, Wissen ist natürlich auch wichtig. Ne. Wir werden neue Skills, neue Mindsets brauchen. Das ist eine Grafik vom World Economic Forum, das besagt, dass in 2020 die wichtigen Skills sind Critical Thinking, kritisches Denken, Kreativität, emotionale Intelligenz, kognitive Flexibilität. Wenn Sie Kinder haben, wissen Sie ganz klar, wo das hingeht. Kann man das an der Uni lernen? Vielleicht schon. Aber braucht man dafür eine Uni, um kreatives Denken zu bringen? Brauchen wir dafür diesen Teil unseres Gehirns? Ja, obwohl man das nicht mal so einfach sagen kann, linkes Gehirn, rechtes Gehirn, das wäre viel zu einfach. Aber die logische Seite des Gehirns, das Computer lernen das. 10 Jahre. Ja, kommen wir an den Punkt, wo das geht. Ich komme zum Schluss, dann nehmen wir noch ein paar Fragen. Also für mich ist ganz klar, dass wir in der Zukunft darüber nachdenken müssen, wie können wir die Balance zwischen Technologie und Mensch wirklich schaffen. Wir müssen meines Erachtens genauso viel in unsere Menschlichkeit investieren wie in Technologie. Danke. Das wollte eben auch für mich, dass wir sagen, wir können auch nicht ohne Technologie weitermachen. Wir können nicht einfach sagen, okay, das können wir vollkommen vergessen. Aber wir brauchen einen Ansatz, der in beide Richtungen vorgeht. Einen Ansatz, der darüber nachdenkt, okay, wenn schlechte Technologie dazu führt, dass viele Dinge nicht gut laufen, zum Beispiel automatisierte Waffensysteme, ja, das ist Realität. Nicht, um Ihren Tag jetzt zu verderben, ja, aber wenn wir künstliche Intelligenz und Informatik zusammenbringen, dann kommen wir zu einer Zukunft, die wir vielleicht gar nicht mehr sehen wollen. Das sind sicherlich Sachen, die wir zuerst angehen müssen. Das Zweite ist auf der positiven Seite, dass wir eben auch darüber nachdenken müssen, vielleicht erlaubt uns ja Technologie auch ein Grundeinkommen, wenn alles wirklich so automatisiert und so gut funktioniert und so viel billiger ist. Ja. Ist es dann denkbar? Haben wir in der Schweiz ja bereits abgestimmt letztes Jahr. In Zürich übrigens 52% dafür waren. Insgesamt 26% der Schweizer gesagt haben, 2.700 Franken im Monat wäre okay. Das ist in der Schweiz nicht viel Geld. Große Diskussion darüber weltweit, kommt auch immer wieder vor. Ich denke, früher oder später geht es in diese Richtung ganz vollkommen eindeutig. Das ist noch alles ein bisschen früh jetzt in der Diskussion, aber kann man vielleicht später auf dem Panel diskutieren. Ich komme zum Schluss mit einem Hauptstatement aus meinem Buch. Wir sollten Technologie umarmen, aber nicht Technologie werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Gut. Vielen Dank schon mal für den Auftakt. Bitte. Gerd Leonhardt, meine Damen und Herren. Vielleicht eine Frage ganz zum Anfang. Sie beraten ja Firmen, NGOs weltweit. Was für einen Eindruck haben Sie? Welche Rolle könnte Europa haben? Oder wo haben wir die meiste Überzeugungskraft? Wie müssten wir als Europäer vorgehen, vielleicht auch als Zivilgesellschaft, die wir hier im Raum setzen, um genau solchen Idealen näher zu kommen? Also ich glaube, unsere Position war oft ein Nachteil in der Vergangenheit, weil wir eben traditionell langsamer sind und nicht so schnell auf neue Dinge springen und einen Prozess haben und kollektiv denken. Jetzt ist das ein Vorteil. Ich glaube, dass wir eigentlich in Amerika den totalen Verfall der Sozialgesellschaft sehen und in China auf der anderen Seite das Gleiche haben, nur dass der Staat es kontrolliert. Ja. Jetzt sind wir ganz gut positioniert in der Mitte, aber wir müssen auch endlich den Mund aufmachen. Ja, wir müssen sagen, okay, wir wollen, dass es so ist, wir haben andere Ideale, wir stellen uns ein anderes Leben vor. Wir stellen uns nicht ein Leben von Symbiose von Mensch und Maschine vor, weil es viel Geld verdient. Ja. Okay. Jetzt wir haben noch einen kleinen Moment zur Überbrückung und
Ich möchte Sie gerne einladen, mit unserer Catchbox mitzudiskutieren. Die einzige Regel, es gibt zwei Regeln. A, man darf Fragen stellen, wenn man sie fängt, und man darf nur eine Frage stellen. Ich probiere mal hier vorne anzufangen. Bitte eine kurze Frage. Eine ganz kurze Frage oder eine Einschätzung. Die Menschen äußern sich ja in Europa. Sie haben vor einer Woche in Ungarn in einer demokratischen Wahl vielleicht genau aus diesen Ängsten heraus ein System gewählt, von dem ich nur sagen kann, nein, diese Art von Äußerung möchte ich nicht. Und davon gibt es in Europa und anderer weltweit immer mehr. Wie schätzen Sie das ein? Also ist ganz klar, also ich glaube, momentan erleben wir eine Periode der Hoffnungslosigkeit. Wo Leute genau da Zuflucht suchen, dass sie sagen, dann gehen wir halt zu Urban oder anderen und da wird es dann besser, weil sie gehen zurück zum Alten, was wir kennen. Das ist aber, glaube ich, temporär. Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist neue Hoffnung, neue Zukunftsperspektive. Was wir nicht tun in Politik oder in der Gesellschaft, ist zu sagen, die Zukunft ist nicht so schlecht. Wir müssen sie nur zusammen regulieren. Ja? Wir müssen sie zusammen schaffen. Die Zukunft wird ja nicht von irgendjemand anders erschaffen, die wird von uns erschaffen. Ne? Und ich glaube, diese Hoffnungslosigkeit ist auch der Hauptanlass eben von Terrorismus natürlich. Ne? Und da müssen wir ganz klar tiefer gehen und sagen, wenn wir die Welt hoffnungsvoller gestalten können, dann hätten wir wahrscheinlich auch andere Resultate. Ja. Und das ist keine einfache Mission, das ist klar. Aber momentan bin ich da auch sehr frustriert drüber, aber ich glaube, es ist temporär. So, jetzt würde ich gerne zwei Fragen zusammennehmen. Ihnen werfe ich den Ball zu, aber Sie werfen ihn danach nach dort hinten weiter. Gut. Es gab in der Präsentation zwei Kleinigkeiten, die aber aus meiner Sicht das Ganze in Frage stellen. Nämlich diese beiden Filmchen, die Sie gezeigt haben. Ich habe sie leider nicht verstanden. Ich spreche kein Englisch. Ich verstehe kein Englisch. Wenn Ihr System wirklich so intelligent ist, warum gab es keine deutschen Untertitel? Doch wohl, weil Sie erst nicht gesagt haben. Ja, es tut mir leid. Also, das Problem ist halt bei den ganzen Medien, ist, dass die auf Deutsch zu finden. Ja, ist. Aber wir sammeln eine weitere Frage. Das beruhigt sich dich. Ich wusste, dass der Punkt heute kommt. Danke. Lassen Sie uns eine weitere Frage sammeln, werfen Sie da drüber. Also bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, der Ansatz, dass wir so sehr auf der Meinungsebene sind, also wenn wir uns der Bildung, der Wissenschaft bedienen, dann haben wir in den verschiedenen Bereichen, können wir Antworten finden. Als zum Beispiel Hypothesen, prüfendes Denken, das lernt man in der Pubertät normalerweise. Wenn es jetzt verloren gehen sollte, dann kann man ja entsprechende Maßnahmen ergreifen, weil wir Menschen sind, wir haben eine Wahl. Also es fing im Prinzip an, wenn Sie sagen, wir haben alle Angst, dann sollte man vielleicht als erstes mal ein bisschen datengestützt und sagen, mit einer empirischen Untersuchung, stimmt das oder ist das jetzt Ihre persönliche Meinung? Und im Prinzip haben Sie jetzt eine Religion zelebriert, nämlich Ihre eigene jetzt in dem Moment. Und ich glaube, das hilft bei der ganzen Sache nicht weiter, sondern man sollte schauen, was hat man an Wissen in den verschiedenen Fachbereichen und dem sollte man sich bedienen und daraufhin dann entsprechend Maßnahmen ergreifen. Weil, wie gesagt, ich persönlich habe keine Angst. Ich habe aber Angst, wenn wir immer Menschen auf dem Podium stehen haben, die dann doch die Welt in der Glaskugel erklären. Aber das ist ja genau die Idee unseres Kongresses. Kurzer Einschub. Gleich geht es ja wieder mit Wissenschaft weiter. Solche Positionen zu mischen. Entschuldigung, aber Wissenschaft halte ich jetzt nicht für abstrakt. Also alles, was Wissenschaft, es geht nicht um einen Elfenbeinturm, sondern nur wenn Sie etwas sagen, dann stützen Sie es auch ein Stück weit. Also Sie haben so viele Thesen hier aufgestellt oder stellen Sie die passenden Fragen und versuchen Sie in diesem Rahmen dann auch eine Antwort zu finden. Das wäre auch wissenschaftliches oder fachliches Arbeiten. Okay, nur dazu eine kurze Sache. Also ich denke, wir werden die Zukunft nicht ohne Fragen und nicht durch Hypothesen und nicht ohne Visionen darstellen können. Ja? Wir können sie nicht aus der Wissenschaft heraus beweisen. Das kennen Sie ja selber aus der Wissenschaft. Einstein hat selber dazu gesagt, ja, dass die Zukunft eben nicht mit den Visionen der Gegenwart definiert wird, ja? Sondern mit neuen Ideen, mit neuem Nachdenken, auch mit Fragen ohne Beweis. Ja? Wenn Sie nach Beweisen suchen, dann bringen Sie die Beweise, wenn Sie wollen. Aber meine Arbeit dreht sich nicht um Beweise. Nächste Frage. Hier drüben eine Frage. Bitte eine Frage. Vielen Dank. Ich möchte zum Thema oder auf das Thema Big Data zurückkommen. Sie haben den Facebook-Skandal angesprochen und das Grundproblem oder ein strukturelles Problem ist ja, dass man eben meint, man kann alles kostenlos nutzen, man bezahlt aber langfristig mit seinen Daten und man weiß nicht genau, was passiert. Jetzt ist die Frage, gibt es eine
Es gab vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren ja E-Mail-Accounts und man konnte welche bezahlen. Im Monat gibt es auch heute. Und man hat gedacht, man bekommt keine Werbung und so weiter. Gibt es heute Diskussionen in der Community, in den Firmen, zu sagen, okay, wir gehen weg von dieser Datensammelgeschichte, sondern wir verlangen für irgendeine Anwendung monatlich einen bestimmten Betrag. Dafür stellen wir aber sicher, dass die Daten entweder gelöscht oder wenigstens bei uns sicher bleiben. Das würde ja das ganze System massiv ändern. Also gibt es in der Politik, sehe ich das jetzt nicht, aber in der Community, in den großen Firmen, Entschuldigung, eine Diskussion darüber? Ich glaube, dass wir gerade an dem Punkt sind, wo dieser digitale faustische Deal, den wir da haben, also dass wir quasi was umsonst kriegen und dafür was zurückgeben, was wir gar nicht wussten, was das ist bis jetzt eigentlich, ja, dass das jetzt in Frage gestellt wird. Es gibt die ersten Überlegungen über ein bezahltes Facebook. Ja. Ich arbeite bereits seit 5 Jahren an diesem Modell, aber es ist, glaube ich, immer noch an dem Punkt, wo wir sagen, wie viele Leute würden eigentlich dafür bezahlen oder würden für ein öffentliches Google bezahlen. Ja? Und ich meine, Google hat alleine 4.000 Leute, die nur Spam machen. Ja? Wie gut wäre dann dieses System eigentlich? Ne? Also das sind große Fragen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich, vielleicht ist es besser, wenn wir ein bisschen was bezahlen, siehe Spotify, ja? Statt uns abzumühen mit jemandem, der uns Daten absaugt. Ja? Also das ist sicherlich auch in Medien eine große Diskussion. Deswegen bin ich auch für Public Media, genau aus dem Grund, wo ich sage, ist mir lieber ein bisschen was zu zahlen, als im Endeffekt mit mir zu bezahlen. Ja. Herr Thun-Hohenstein, Direktor des MAG in Wien. Gut. Also im Gegensatz zu einem der Vorredner finde ich Ihre Thesen extrem überzeugend. Ich glaube, das Problem ist eher, wie kommen wir zu dieser Korrektur? Das Problem mit den Wissenschaften ist, dass sie zwar brillant sind, aber nicht den ganzheitlichen Blick haben, vielleicht mit Ausnahme der Philosophie, vielleicht mit Ausnahme des Designs. Wir arbeiten jetzt in so einer Disziplin wie Zukunftsdesign im Sinn von Digital Life Design, wo es genau darum geht. Aber ich glaube, die Frage, wie kommen wir dorthin, was Sie skizziert haben als sozusagen erstrebenswerte Zukunft, ist noch viel schwerer zu beantworten. Ihre Meinung würde mich dazu interessieren. Wie kommen wir dorthin? Okay, ich sage nur ganz kurz vielen Dank für den Kommentar. Also ich bin in keinster Weise jetzt, so dass ich sagen würde, die Wissenschaft ist da nicht wichtig. Also das hat mich vollkommen falsch verstanden. Ja. Sondern ich sage, wir brauchen auch noch etwas anderes, was diese Geschichte für uns entwickelt. Ja. Ich glaube, wir gehen sehr oft dafür hin, dass wir sagen, okay, wenn wir das alles verstehen und wissenschaftlich erklären können, und dann werden wir schon eine Lösung finden. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen weiterdenken. Also da bin ich eher im philosophischen Camp. Ja. Aber ich glaube, die Frage wie, die steht im Raum. Es gibt viele Diskussionen darüber und das werden wir nachher auf dem Panel diskutieren. Ist jetzt keine Frage, die ich in 2 Minuten hier beantworten. Aber ich glaube, wir müssen uns durchsetzen mit dem, was wir wirklich wollen in Europa. Und da gibt es Einheit auf dem untersten Level. Ja, würde man gar nicht vermuten, aber die meisten Europäer sehen unsere Zukunft nicht in der Konvergenz von Mensch und Maschine. Zum Beispiel. Ja, und das ist so eine Einheit, wo wir sagen können, da sind wir uns eigentlich alle einig. Und wir sind auch alle gegen automatisierte Waffensysteme. Ja. Nur die es herstellen, also England und Amerika, sind natürlich dafür. Ja. Also ich glaube, dass wir da auch mehr Einheit haben, als wir uns vorstellen. Ja, die müssen wir erzeugen und auch diskutieren. Meine Damen und Herren, wir haben hier vorne so einen Timer, der gerade auf Null zuläuft und Alert sagt. Aber genau, weil wir schon gedacht haben, dass hier viel Bedarf entsteht, haben wir heute Nachmittag ein Panel mit Gerd Leonhardt, Tim Renner und Harald Neidhardt eingerichtet um 15.30 Uhr, wo Sie ausführlich dann auch als Publikum sofort mit in die Diskussion einsteigen können. Heben sich Ihre Fragen bitte für die Pause oder für das Panel heute Nachmittag auf. Wir jetzt erst nochmal herzlichen Dank für die Einleitung. Danke.